Ja, moin Leute! Nein. Ja, moin Leute, sehr aus am Start. Herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Und wie ihr am Outfit, an der Frisur und an allem sehen könnt, ist das alles nacheinander aufgenommen. Damit man auch einen schönen Vergleich hat zum Vergleich von vor 2 Tagen. Dort habe ich nämlich mit meinem ganz normalen Target Bully 12 gespielt oder Bully 12. Heute spiele ich mit meinen Ersatzpfeilen. Ich weiß nicht, wie sie heißen, sind nämlich eigentlich gar nicht meine, sondern von meiner Freundin, aber. Naja gut, wenn es nicht läuft, dann nehme ich die auch mal für ein, zwei Lecks. Und das werde ich heute in einem Best of Three auch zeigen. Das heißt, der Computer und ich spielen 501 Doppel aus. Best of Three, also wer zuerst 2 Lecks hat, gewinnt. Und ich kann sie mal in die Kamera halten. Vielleicht kann mir irgendwer sagen, welche das sind. Das sind hier so, schwarze mit so einem lilanen Griff. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Und hinten natürlich auch schön die Gagaflights drauf. Aber das ändert sich bei mir gefühlt wie die Unterhose. Man darf hier nicht auf den Tisch gucken. Hier sieht es aus wie, ja, da ist eine Bombe eingeschlagen. Wegen meinen Dartfallen, weil ich da ein bisschen am Testen bin. Und ja, ich würde jetzt gar nicht mehr drum rumschnacken. Wir schauen einfach rein. So, es geht los mit den Ersatzfallen. Ich habe sie hier nochmal in der Hand. Ihr werdet es auch sehen, das sind dunkle Pfeile, es sind dunkle Schäfte und dunkle Pfeile. Von daher, ich denke mal, man erkennt den Unterschied und los geht's. Oh, auch mit einer 100, wie letztes Mal gestartet. Ja, er kommt jetzt schon nicht mit. In Ordnung. Ups. Stopp. Ja, egal. So. Jetzt haben wir das Ganze bereinigt. Ich habe mich gerade ein bisschen vertippt. Ah, 27. First Nine von 60. Ja gut, ich hatte bei dem anderen im letzten Mal eine 89. Aber das, ja, das war auch ein Ausnahmefall. nur. Ist mir ein Gagger vielleicht gerade abhanden gekommen. Boah, wieder nur 119. Schönes Finish gestellt. Zwar unbeabsichtigt, aber immerhin. Muss man doch erstmal so schaffen. Ah, 57 macht 110 US. Ach, da wollte ich doch gar nicht hin. Ich sollte eigentlich auf die Tür mit 15 gehen. Für 32 US. So gehen wir jetzt auf die Tür mit 17 für die Doppel 12. Uiuiui, 54 ist. So, jetzt beginnt bei mir die Krux. Gehe ich auf 18 Doppel 18 oder 14 Doppel 20? Ich mag beides, aber momentan bin ich eher auf der Doppel 18, auf der Doppel 20 unterwegs. Deshalb spielen wir 14 Doppel 20. Oder 45, jetzt spielen wir 13 Doppel 16. Naja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber auch nicht ewig, wie ich sehe.
Ja, und der dritte sitzt. Damit 30 Data, also 50,1 im Schnitt. Kann man auf jeden Fall so machen. Ach, der letzte hat es gerettet. 64. Komm mal. Wir haben jetzt schon deutlich den Aufschlag abgenommen. Und deutlich nochmal ausgebaut mit ganzen 9 Punkten. So, jetzt alles auf der 19 für 170 Rest. Das wäre schön. Knacken gehört in mir. Ja, dann mit dem ersten gehen wir jetzt auf der 18. Aha. Hat auch nicht viel gebracht. Nur 39. Das heißt 53 Punkte vom Finish-Bereich weg. Immer noch ein paar weg oder 178 West, aber wir haben ihn im Griff noch nicht. Ach du liebe Zeit, 18 Punkte. Naja, schönes Finish gestellt. Ja, mit 80 für 94 Rest, okay. Ah. Ah, 120 Rest. Ja, 22 Rest, okay. Viel geworfen. Ich habe ein bisschen wenig geworfen. 81 S, 19, Doppel 12. Hoffen wir, dass es klappt. Hi. Oh, er trifft nicht. Das ist unser Glück. Eieiei, 47. Oh. Ich habe alles, was ich will. Nicht 38, ich mache 17 Rest. Eieiei. Gott sei es gedankt. Gott sei es gedankt, hat er das ausgemacht, ey. Eieiei. Das Mikrofon umgeschmissen. Ja, ist aber noch dran. Perfekt. So. Jetzt steht's wieder und weiter geht's. Abgeprallt von 60. Ich bin schon sehr weit rüber gekommen. Oh, 81 ist gut. Jetzt haben wir schon einen kleinen Vorsprung. Der letzte hat uns wieder schön gerettet.
glaube, ich sollte mal öfter auf den 19 versuchen. Jetzt werfen wir mal Runde. Ah, das sind 85. War doch gar nicht so verkehrt. Ah, 126. Aber er auch nur 44, also alles noch im Lot. Oh, 158 ist. Jetzt gehen wir mal einen Silly Weg. Jetzt gehen wir mal Triple 19, Triple 19 Bull. Ich wusste, ich da beim ersten nicht. Ach, ich wollte mal 110 stehen lassen. So, lass mir mal 118 stehen. Ah, 72 ist. Geworfen auf 138. Wir gehen mal den D'Souza Weg, Doppel 18, Doppel 18. Oh, oder? Nee, ist ein Film. Ei, ei, ei. Oh, aber die erste war schön und der zweite war knapp daneben, aber gut, der schafft es nicht. 125, 113 ist. So, also nochmal auf die Doppel 18. Ah, kommt wieder näher. Aber wir machen aus und gewinnen somit das Spiel. Ja, das war es 2:1. Ihr habt gesehen, mit dem Pfeil kann ich auch gar nicht so verkehrt werfen. Das war jetzt ein 32 Darter. Okay, mein Ziel ist eigentlich immer 30 Darts, dann ist es eine ordentliche Runde für mich. Aber ihr seht, 46,93, also ein Ticken höher als in den vier Sätzen, die wir davor, oder vier Decks, die wir davor gespielt haben. Ich komme mit denen ganz gut klar, aber nach einer Zeit werden die mir zu, weil hier hinten bei dem Schaft, der ist mir zu, weil ich halte immer sehr weit hinten am Schaft, deshalb, ja, wird es mir immer irgendwann so ein bisschen zu glatt, aber wenn es mit meinen anderen nicht läuft, probiere ich die gerne mal aus und die funktionieren prächtig, wie man sieht. Wieder ein Sieg für Team Seiyaru. So, das war also der Test. Hat gut funktioniert, wir haben wieder 2:1 gewonnen, haben sogar bis ein Ticken besser gespielt, aber das ist natürlich auch geschuldet, dass ein Leck kürzer war. Ja, ich bin sehr zufrieden, ich habe ein gutes Gefühl, ich kann es halt, habe ich ja eben schon erklärt, nicht so lange spielen mit den Dingern, weil mir dann irgendwann hinten, wo ich greife, der Grip ein bisschen wenig wird, müsste ich vielleicht andere Geschäfte drauf machen. Aber trotzdem hat man gesehen, ich komme damit auch gut klar, obwohl ich relativ selten damit mal spiele. Ja, auf jeden Fall, wechselt ihr die Darts mal oder sagt ihr immer, ich spiele, egal wie es läuft, mit einem Satz durch? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare und lasst gerne dem Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und was mich auch sehr freuen würde, abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss und bis dann.